Ich hoffe, Haber behandelt dich gut. Turbinencode gefunden. Naja. Ich habe einen Code gefunden, der die Turbine dauerhaft abschaltet, die Kondensatoren antreibt. Du hast was gefunden? Der alte Dima hat also einen Plan B für uns. Bitte sag mir, dass du das Ding nicht benutzen wirst. Ohne Energie wird nichts den Nebel zurückhalten. Du verdächtigst Dima. Angesichts dessen, was Dima mir angetan hat, meinem alten Ich, würde ich nichts ausschließen. So krank er auch ist, du machst mir im Moment mehr Sorgen. Muss ich mir wegen deines neuen Wissens Gedanken machen? Nö. Ich habe mich noch nicht entschieden. Meine Leute können schlimm sein, aber sie alle verdienen nicht den Tod. Bitte, lass den Windpark in Frieden. Hier, ich hoffe, das ändert deine Meinung. Captain? Ja. Das Überleben von Fahaba liegt in deinen Händen. Ich weiß, du wirst die richtigen Entscheidungen treffen. Das Überleben von Fahaba liegt in deinen Händen. Ich weiß. Also was, ich mache das jetzt mal testweise, sage ich ihm jetzt mal, was Sache ist, ja? Testweise sage ich ihm jetzt mal, dass Avery ein Synth ist. Entscheidungen treffen. Wahrscheinlich würde sie... Nein, ich sag's ihm nicht. Wahrscheinlich würde es nur darauf hinauslaufen, dass er sie töten will. Das heißt, das wäre absoluter Schwachsinn, das zu tun. Das können wir später immer noch machen, wenn ich es immer noch will. So, speak to High Confessor about the Nuclear Launch Key. Machen wir nicht. Confront Dima about the Nuclear Launch Key. Machen wir. Use the Launch Key to destroy the Nucleus. Machen wir irgendwann mal. Confront Dima about the Wind Turbine Skill Switch. Machen wir. Bring down Fahaba's Defenses. Nein, niemals. Report back to Kazumi. Also melde dich bei Kazumi. Machen wir. Tell Fahaba about Avery's Murder. Confront Dima about Avery's Murder. Machen wir erstmal das. Sprich mit Faraday. Hilf Faraday. Hilf den Zinsen Arcadia. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da nochmal eine Quest kommt. Wenn wir das getan haben. So. Na nü. Das hat sich ja gelohnt, mit der Power Armor da hinzugehen. Na nü. Was lädt der denn jetzt so? Schade. Jetzt bist du gar nicht richtig zum Einsatz gekommen, Harpunenkanone. Leider. Aber sieht schon nett aus. Ah, wir haben einen Siedler. Also der nicht Nick ist. Wo ist er denn? Das ist Nick. Wo ist der Siedler? Wenn du nicht auf einen grünen Tarschaf bist, sollten wir uns beeilen. Keine Ahnung, wo der ist. Voll episch. Ich wäre fast verreckt. So, also, machen wir wieder die Recon Marine. Ich meine, eigentlich ist die... Wie sieht die denn aus? Die Legende von Fahaba. Boah, richtig geil. Eine Alolatz-Hose, eine Fischerhose und ein Karo-Hemd und so. Richtig geil. Ja, genau, das, in sowas will ich rumlatschen. Das ist sehr geil. Rettungstaucheranzug. Ist das doof? Oh Mann. Nick, sollen wir wieder aufbrechen? Gehen wir. Gut, gehen wir. Und Longfellow geht zu seiner Hütte. So.
noch kurz die Munition hier abgeben. 257 von 340. Es ist eigentlich klüger, mit der Power Armor zu laufen, ne? Ja, da halte ich mehr aus. Und ich kann viel mehr tragen. Eigentlich ist es klüger. So, den haben wir. Wo ist der eine Siedler jetzt? Also, wo? Der muss doch hier irgendwo sein. Hey, willst du kurz mal die Augen offen halten? Ein Diagnoseprogramm ausführen. Oder ist Gracie der eine Siedler? Danke. Was habe ich verpasst? Es muss doch hier irgendwo einen einzigen Siedler geben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Nick an bestimmten Punkten was anderes sagen soll als er. Ah, da. Als er sagt, in den Kommentaren stand, dass dieser Diagnosespruch bei jemandem genau an derselben Stelle kam wie bei mir. Und das kann doch eigentlich kein Zufall sein. Hast du mit Cassie Dalton gesprochen? Ein Jammer, das mit ihrer Familie. Ja, hab ich gemacht. So. Du bist ein Freund von mir und gehst jetzt mal. Wo geht er denn hin? Familie Dalton hat schon einen Versorger. Echo Lake hat auch einen Versorger. Besucherzentrum. So. Und machst eine Versorgungsroute zu... Dalton. Weil das ist eigentlich ganz in der Nähe. Wo ist es denn? 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 Greygarden, Slog... Sägemühle, Kinderkrippe, Greentop, County Crossing, Overland Station, Les Lock. Hä, wo sind Dalton? Longfellows Hütte ist auch nicht da. Okay, dann eben. Sägemühle. Okay. Seltsam. Das ist komisch, wieso kann ich die nicht so... Wie? Hä? Was? Wieso? Hä? Bist du blöd? Du sollst doch nicht hier sein, also du sollst doch nicht... Ne? Bewegen nach... Besucherzentrum. Da. Er ist nicht zugewiesen. Farm der Daltons. So. Versorgungsrouten. Genau, so soll das sein. Es ist ein bisschen komisch, aber ich glaube, so macht das mehr Sinn. Als wenn ich sagen würde, das Besucherzentrum ist mit Farber verbunden. Beziehungsweise mit Longfellows Hütte. Ganz ehrlich, die Power Armor macht eigentlich mehr Sinn als die Marina-Rüstung. Die Power Armor macht eigentlich mehr Sinn. Apropos Marina-Rüstung, ich muss mal mit Ellen reden wegen Handeln und so. Also allein vom Gewicht her macht die Power Armor eigentlich viel mehr Sinn als diese einzelnen Rüstungsteile. Weil mit der Power Armor kann ich 320 tragen oder so. Oder 300. Und mit den Rüstungsteilen kann ich 340 tragen. Am Tag. Aber habe auch ein Gewicht von 240. Und mit der Power Armor habe ich ein Gewicht von 170. Also gute 100 weniger. Also es macht eigentlich mehr Sinn...
mit Power Armor zu reisen als ohne. Schützt eure Liebsten mit den besten Waffen weit und breit. Ich hab die Waffen, wenn du Kronkorken hast. Die Insel. Zeig mal, was du da hast. Alles klar. Also, du hast doch auch Kleidung, oder? Das war doch irgendwie, er hat doch auch ein legendäres. Nee, oder nicht? Ich dachte, oder habe ich das schon gekauft? Ich glaube, das habe ich schon gekauft, ne? War das der Artstil oder er hier, Brooks? Wenn ich niedergeschlagen bin, muntert mich ein kleiner Handel wieder auf. Handeln wir. Na dann mal los. Komisch. Frische Lieferung. Alles für die Gesundheit und den Magen. Er ist tot. Ohne einen letzten Abschied. Suchst du einen Arzt? Handeln wir. Ich kann was entbehren. Auch nicht. Also ich habe den rechten Arm und ich habe den linken Arm von den dritten. Ich suche die legendären Teile. Ich suche die legendären Teile. Es muss doch irgendwo... Ist ein bisschen leiser. Gibt hier auch Leute, die angeln wollen. Arcadia kann noch sein. Ein Händler in Arcadia könnte... Was du brauchst. Könnte noch was verkaufen. Da sind Dinge draußen im tiefen Nebel. Ansonsten fällt mir nichts ein. Um ehrlich zu sein. Ansonsten fällt mir nichts ein. Oder kein Händler ein, der noch Rüstungsteile verkaufen könnte. Weil Ellen verkauft keine. Aber ich glaube, das habe ich auch schon gekauft. Ich glaube, das war einer der Arme. Und wir haben bei den Nucleus einen Arm geholt. Gibt es nur drei legendäre Rüstungsteile? Ich glaube, ich dachte, es gibt für jedes. Müsste ich mal gucken. Ich dachte, es gibt von jedem Rüstungsteil eine legendäre Version von der Marina-Rüstung und dann... Müsste ich mal gucken. Oder gibt es noch eine dritte Siedlung, die ich nicht kenne? Verkauft Ericsson vielleicht? Könnte das sein, dass Ericsson selber vielleicht Rüstungsteile verkauft? Müsste ich mal gucken. Ich kann das ja kurz machen, während wir hier nach Arcadia laufen. Theoretisch. Einhändig laufen ist schwer. Fallout. Marina. Marine Armor, genau. Marine Armor. Wo bin ich denn? Ah ne, ich bin schon richtig, genau. Genau, da ist sie. Da haben wir den Wiki-Artikel. Varianten. Recon Marine Armor. Es gibt einen Helm, es gibt einen Brustteil, es gibt rechter Arm und es gibt linker Arm. Okay, den Helm verkauft Brooks in Far Harbor. Den Helm verkauft Brooks in Far Harbor? Okay. Und das Brustteil verkauft Korg in Arcadia. Und der rechte Arm wird in den Nucleus verkauft und der linke Arm wird auch in den Nucleus verkauft. Und den linken Arm und den rechten Arm haben wir ja. Von der Recon Marine Armor. Also Rüstung. Von der Recon Marine Armor haben wir ja die beiden Arme. Das heißt, mir fehlt das Bruststück. Das muss ich in Arcadia kaufen. Und der Helm, glaube ich, ja, der Helm, der wird von Brooks scheinbar verkauft. Aber ich habe den nicht gesehen. Vielleicht habe ich ihn auch übersehen. Das kann sein. Diese verpixelte Scheiße, ganz ehrlich. Eklig. Mir wurde gesagt, dass meine Detektei-Valentine-Schilder grauenhaft aussehen. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. So, es geht zur Konfrontation mit Dima und mit Kazumi, der wir noch sagen müssen, dass sie kein Synth ist.
Und in den Kommentaren stand, ich sag das jetzt einfach mal, es gibt wohl keine Möglichkeit rauszufinden, ob es ein Synth ist, außer das, was ich gesagt habe, sie zu erschießen und dann neu zu laden. Das müsste ich dann machen, theoretisch. Ich müsste sie theoretisch erschießen. So, mit Faraday müssen wir auch noch reden, um diese... So, Emma, hör zu. Ich wollte mit dir reden. Zuerst wollte ich dir nicht glauben, dass wir Brüder sind. Es muss ein Schock für dich gewesen sein. Ja, naja, es war blöd, dass ich es so negativ gesehen habe. Fangen wir nochmal von vorne an? In Ordnung. Gut, dass wir nochmal darüber geredet haben, Nick. Wow, welch Gespräch. Deep. So, Faraday, wir müssen reden. Ja? Wie? Hä? Ja? Was willst du denn? Ich habe nur deine Speicherlaufwerke besorgt. Ich habe diese Speicherlaufwerke, die du haben wolltest. Oh, das ist super. Danke. Nur die zwei? Wirklich? Ich dachte, es wären drei. Du hast nie von einer bestimmten Menge gesprochen. Gibt's ein Problem? Hm? Nein, kein Problem. Nicht wirklich. Es ist nur, ich war mir eigentlich sicher, dass es drei waren. Nun, du hast deinen Teil erledigt, also erledige ich meinen. Danke, dass du mir die beschafft hast. Was? Hä? Was will der? Was ist denn? Nix. Ich muss mit dir reden. Hör zu. Es ist kein Geheimnis, dass ich Fremden misstraue. Jedem. Aber ich brauche Hilfe. Und zwar möglichst lautlose. Ich habe meine Kontakte. Leute, die mich warnen, wenn was schief geht. Und sie sagen mir, dass Chase versagt hat. Als sie das letzte Mal im Commonwealth war, hat sie die Aufmerksamkeit des Instituts geweckt. Und sie sind ihr auf der Spur. Ein Runner schnüffelt hier rum und bald schon wird er Arcadia finden. Das darf nicht geschehen. Du hast bewiesen, dass du dir zu helfen weißt. Kannst du ihn aufhalten? Dude, dir ist klar, dass das Institut nicht mehr existiert. Ja, das Institut ist nur noch ein riesiger Krater. Und es gibt keine Möglichkeit, dass da noch irgendwie was existieren könnte. Denn was wir in die Luft gejagt haben, hat sich unterm Institut befunden. Da gibt's nichts mehr. Es ist alles zerstört. Ja? Runner existieren nicht mehr. Wenn es noch Runner gibt, dann haben die uralte Befehle und handeln auf eigene Faust. Aber gut, warum ich? Chase ist ein Runner. Sollen sie es doch austragen. Wenn er Chase sieht, weiß er, dass er auf der richtigen Fährte ist. Jemand, der kein Synth ist, nichts mit Arcadia zu tun hat, wird uns nicht verraten. Also, machst du's? Runner? Wäre nicht das erste Mal, dass ich einen erledigt habe. Mist. Hätte ich mir denken können, dann bist du ja perfekt geeignet. Das heißt, du bist dabei, ja? Na gut. Ich finde ihn, bevor er dich findet. Keine Sorge. Ich weiß, das bedeutet, dass du dein Leben für mich riskierst. Für uns. Du sollst wissen, dass es nicht umsonst ist. Blöde Blechmaschine. Halte den Runner auf. Ja, ja. Valentine hat das gefallen. Ja, ja. Valentine gefällt alles. Eines Tages gehe ich da raus und schaue mir den Rest der Welt an. Klar, Miranda, natürlich machst du das. Hey. Ich kann's kaum erwarten, hier rauszukommen und zu reisen. Mhm. Was ist denn? Nix. Die Jen... Kann ich dir helfen? Esther? Also, was ist deine Geschichte? Das gleiche wie die anderen. Ich floh aus dem Institut, weil ich das Gefühl hatte, gefangen zu sein und in ständiger Angst zu leben. Ich wollte mich aber nicht verstecken. Dadurch hätte ich das verloren, was mich ausmacht. Ergibt das einen Sinn? Nö, mein Leben ja, zu verlieren wäre eine Sache. Aber meine Identität? Das wäre unerträglich. Zum Glück kam es nie dazu. Also, hier bin ich. Ah, und wie bist du hier gelandet? Keine Ahnung, wird nicht erklärt. Okay. Brauchst du was? Jo. Zeig mal, was du so hast. Das Beste, was Arcadia zu bieten hat.
kommt sofort. Waffen. Gummel. Kleidung. Da. Recon Marine Brustteil. Reduziert den Schaden beim Stehen und sich nicht bewegen um 15%. Kostet 15.000. Und ich habe 15.000. Das ist eigentlich ein Problem. Ich brauche mehr Geld. Die Blaubeergeld. Sag mal, warte mal. Wieso verkauft der... Wieso haben die... Essen? Das war doch gar kein Sinn. Wieso verkauft der Essen? Die müssen doch nichts essen. Kasumi wird sterben, wenn sie hier bleibt und kein Synth ist. Ein Lokpanzer 4. Was soll ich mit dem Ding? Weg damit. So, Synth-Komponente. Hier, da. Habe ich gefunden. Ach, schön. Shem Drowns Schädel. Ja, habe ich gefunden. Willst du ihn haben? Ordner? Da war ja noch ein verbranntes Buch. Was soll das denn? Was soll ich denn damit? Da, Speicherlaufwerk. Ich habe sogar noch ein Speicherlaufwerk. Was? Komisch. Brustteil. Das heißt, ich kann das alte Brustteil dann eigentlich verkaufen, ne? Für 177. Naja, es ist nicht viel, aber immerhin. Solange du das Zeug... Schnauze, Nick. Trägst. Kann ich dir helfen? Warte mal. Ich helfe dir gern bei deiner Forschung. Oh, nun. Wie nett von dir. Okay. Was könntest du für uns tun? Auf dieser Insel gibt es eine Blume. Eine Aster-Sorte. Die hat erstaunlich gut überlebt. Sie hat nicht mehr diese leuchtende Farbe wie früher, soviel ich weiß. Wie noch vor dem Krieg. Ich persönlich mag sie sehr. Aber in letzter Zeit habe ich ihre chemischen Zusatzeigenschaften untersucht. Wenn du mir ein paar neue Proben besorgen würdest, käme meine Forschung schneller voran. Ich kann dir ein paar Kronkorken anbieten, wenn es das für dich interessanter macht. Was soll das überhaupt alles? Eine Mischung aus wissenschaftlicher Forschung und persönlichem Interesse. Mich interessieren die Veränderungen, die diese Arten in den Jahrhunderten erlebt haben. Und ich finde sie schön. Ich habe hier Blumen für dich. Entschuldige, ist das ein Witz, den ich nicht verstehe? Wenn du wirklich welche... Okay, sie will Aster. Ich habe Aster gesehen, ganz, ganz kurz. Aufblitzen. Oh Gott. Schwarzes Blutblatt. Ich habe Aster ganz, ganz kurz aufblitzen sehen, als wir durch irgendwo langgelaufen sind. Irgendwo im Süden an der Küste. Aber ich habe es nicht mitgenommen, weil ich gedacht habe, wir verzichten damit. Hätte ich es mal mitgenommen. So. Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als tot. Oh, mach das. Von außen sieht Arcadia nicht sonderlich beeindruckend aus, aber zu mehr reicht es leider nicht. Ich mache euch da keine Vorwürfe. Es kann nicht jeder sauber machen, ne? Mit dem Besen durchfegen? Das kann nicht jeder, das ist schwer. Irgendwann mal werden sich Synths und Menschen vertragen. Das weiß ich einfach. Wenn der Timer nicht wäre, wären die meisten von uns jetzt wohl tot. Hallo. Ein andermal, okay? Ich bin einfach nicht für soziale Interaktion geschaffen. Bist du ein Roboter oder was? Wenn sie damit ja darauf antwortet, dann hat sie echt eine Klatsche. So, Ah ja, sie. Kasumi! Du bist zurück. Und? Was hast du gefunden? Können wir Dima vertrauen oder verheimlicht er etwas?
Willst du das wirklich wissen? Ich bin weit gereist, um Antworten zu finden und werde jetzt nicht aufhören. Ich habe es satt, dass die Wahrheit immer vor mir verheimlicht wird. Okay, ich speichere mal ganz kurz, bevor ich ihr das sage. Ich will nicht, dass sie zu Dima rennt und ihm irgendwelche Anschuldigungen macht, bevor ich das mache. Minderseiner macht er nicht. Ich habe Dimas früheste Erinnerungen gefunden. Er hat jemanden in Fahrhabe ermordet und ersetzt. Dann hat er es vertuscht. Sogar sein Wissen darüber verborgen. Verdammt! Ich hatte gehofft, dass ich falsch liege. Aber ich wusste, da ist was. Weißt du, wieso er es getan hat? Ist das wichtig? Reicht nicht das Wissen über seine Tat? Er hat so viel vor uns verheimlicht. Ist es Arcadia überhaupt wert, gerettet zu werden? Aber hier leben gute Leute, Syns. Du solltest nach Hause gehen, Kasumi. Zurück ins Commonwealth. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich muss das hier zu Ende bringen. Die Syns hier bedeuten mir sehr viel. Können wir darüber reden, wenn das hier vorbei ist? Okay. Sie rennt jetzt aber nicht zu Dima und... Nee. Ich weiß nicht, warum er es gemacht hat. Er war verängstigt, er ist böse, er will nur Frieden. Ja, irgendwie will er ja nur Frieden, dieser aber warum... Runner ist da draußen. Wenn er uns findet, sind wir tot. Aber er vertraut nicht darauf, dass andere Frieden wollen. Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als tot. Ich nehme euch mal alles mit weg. Ich nehme es einfach mal mit. Ne? Ihr habt da sicherlich nichts gegen. Ihr seid ja Syns, ihr braucht ja sowieso nichts. Ja, das ist ja nicht schlimm, wenn ich das mitnehme. So, Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Schnauze. Kannst ja bei deinen Syns-Freunden hier bleiben, wenn es dir nicht gefällt. Bei deinem Bruder, der andere Leute ermordet. Im Namen des Friedens tue ich schreckliche Dinge. Ja toll, ist es der Frieden da noch wert? Ja, ist er. Kug. So viele Benzinkanister. Aber da ist so viel Öl drin. Ich habe so viel Öl. Okay, mehr kann ich nicht mitnehmen. Das war's. Arcadia ist weit genug vom Institut entfernt, damit wir uns keine Sorgen machen müssen, oder? Newsflash, Leute. Das Institut ist zerstört. Ihr könnt leben, wo ihr wollt, ohne Angst davor zu haben, von Runnern verfolgt zu werden. Ist dann natürlich, hier ist Chase und dann werdet ihr trotzdem verfolgt, obwohl keine Runner mehr existieren. Was sehr seltsam ist. Es tut mir leid, aber ich habe Chase auf dich angesetzt. Sie hat gesehen, wie du den Nukleus betreten und verlassen hast. Oh nein. Also, was war in meinen Speicherbänken? Wird es jetzt leichter sein, den Konflikt auf der Insel friedlich zu lösen? Das ist irgendwie so seine Masche, oder? Er macht schreckliche Dinge und dann sagt er, es tut ihm leid. Ja? Er heuert jemanden an, mich auszuspionieren und dann sagt er, es tut ihm leid. Er tötet jemanden und dann sagt er, es tut mir leid, aber ich musste ihn töten. Startschlüssel, Erinnerung an einen Schalter, ersetzen durch Synths, alles. Lass dir Zeit. In einer Erinnerung hast du einen Schalter installiert, um die Energie in Fahrhabe abzuschalten und sie dem Nebel zu überlassen. Auf diesem Holoband. Lass mich mal sehen. Ich erinnere mich. Ich fürchtete, Fahrhaber könnte sich gegen uns wenden. Uns als zu verschieden ansehen. Also habe ich einen Notfallplan erstellt. Massenmord. Ich versteckte den Code, weil ich den Gedanken an seine Nutzung nicht verkraften konnte. Dann versteckte ich die Erinnerung, weil ich nicht mal das Wissen darüber aushielt. Was habe ich getan? Wenn die Kinder des Atoms jemals diesen Code erhalten, werden sie Fahrhaber vernichten.
keine Sorge, Dima. Ich habe den Code schon. Far Harbor ist sicher. Gut. Jetzt müssen wir einen Weg finden, diesen Konflikt zu beenden. Hast du noch was in meinen Erinnerungen gefunden? Ich hätte ihn fragen sollen, verdammt. Ich habe eine Erinnerung von dir über einen Startschlüssel. Du wusstest, wie man das U-Boot im Nukleus explodieren lässt. Gib mir einen Moment. Ich muss mich selbst erinnern. Ist das klug? Ich wollte den Startschlüssel also vergessen. Armer Beichtvater Martin. Habe ich ihn die ganze Zeit belogen. Das U-Boot rostet im Trockendock vor sich hin. Die Rakete wird die Basis treffen, sonst nichts. Den Nukleus, wo die Kinder des Atoms leben. Der Schlüssel darf nicht in falsche Hände gelangen. Im Nukleus leben außer den Fanatikern, die Far Harbor bedrohen, auch Unschuldige. Tun sie das? So. Warum den Nukleus retten? Ist der Nukleus das überhaupt wert? Beurteile sie nicht nach Beichtvater Tectes Aktion. Er hat ihre Angst und ihren Hass genutzt, um sie gegen Far Harbor aufzubringen. Aber es ist noch Zeit, sie davon abzubringen. Sollten beide vernichten, den Nukleus beschützen? Was? Der Schlüssel ist die Antwort, Dima. Wir sollten den Nukleus zerstören. Meinst du das ernst? Wie könnte das eine Lösung sein? Sie wollen die Spaltung, sie sind eine Gefahr für Far Harbor. Arcadia kann nicht mehr neutral bleiben, Dima. Far Harbor ist wichtig. Hilf ihnen, die Sekte zu beseitigen. Vielleicht hast du recht. Läuft das schon zu lang? Hatte ich Angst zuzugeben, was aus ihnen geworden ist? Nun gut. Finde den Schlüssel und benutze ihn. Beende es, bevor beide Seiten den Preis bezahlen. Denk dran, es gibt kein Zurück. Hey, Dima. Kann ich irgendwas tun? Deine Erinnerungen haben mich zu einem Grab geführt. Du hast Captain Avery getötet und durch einen Synth ersetzt, um Far Harbor zu kontrollieren. Was? Das ist unmöglich. Lass mich sehen, was du gefunden hast. Ich habe es getan. Ich habe eine Frau aus Far Harbor getötet und ersetzt. Ich habe einem Synth die Identität genommen und ihn als Agent missbraucht. Warum hast du das getan? Ich musste in Far Harbor für Ruhe sorgen. Eine Stimme der Vernunft. Ein Beispiel dafür, wie die Menschen sein sollten. Wie wir gleichberechtigt zusammenleben können. Aber ich konnte mit der Erinnerung an das Blut an meinen Händen nicht leben. Ein Mensch und ein Synth sind wegen mir tot. Der ist ein Heuchler. Wie der Mensch sein sollte, die Menschheit neu definiert oder was? Du bist ein Heuchler. Vielleicht hast du recht. Die Kompromisse, die ich eingegangen bin, ohne es zu wissen. Das nennt man nicht ohne Grund vorsätzliche Ignoranz. Ich sehe die Dinge langsam klarer. Wir müssen das vor Far Harbor geheim halten. Wenn sie wüssten, was ich getan habe, würden sie nicht nur mich vernichten, sondern auch Arcadia. Und ohne uns werden die Nebelkondensatoren irgendwann versagen. Und alle werden sterben. Ich habe eine Idee. Es gibt noch eine Chance auf Frieden. Aber die Tatsache, dass ich einen Menschen durch einen Synth ersetzt habe, muss geheim bleiben. Du hast das alles allein getan? Niemand aus Arcadia hat mitgemacht? Was ich getan habe, widerspricht unseren Idealen. Ich habe es sogar vor mir geheim gehalten. Es kann also sonst niemand beteiligt gewesen sein. Erklär dich. Erklär dich den Bewohnern von Far Harbor, Dima. Lass sie entscheiden. Und was, wenn sie Arcadia vernichten wollen? Die Synths dort sind unschuldig. Und ich habe sie hierher geholt. Glaubst du wirklich, Far Harbor wird Arcadia vernichten, wenn sie es rausfinden? Sie wollten die Kinder des Atoms aus weit nichtigeren Gründen töten. Oh ja, weit nichtigere Gründe, ja. Weit nichtigere Gründe, wie zum Beispiel, sie wollen uns alle mit einer Atomrakete abschießen. Das ist ein nichtiger Grund. Der verdient es nicht, dass man sich wehrt. Nein, man sollte es einfach geschehen lassen. Alter, der hat so einen Vogel. Deine Rechtfertigung ist mir egal. Du hast jemanden getötet. Dafür musst du dich verantworten. Ich erinnere mich. Das Blut. Wie das Leben aus den Augen der Frau wich. Die Schreie. Gut. Ich werde nach Far Harbor gehen und sie über mein Schicksal entscheiden lassen. Ich hoffe nur, Arcadia überlebt.
trotz meiner Taten. Was? Das darfst du nicht. Dima, wenn du da runter gehst, kommst du nie wieder hoch. Mein lieber Faraday, du weißt, ich habe keine Wahl. Dima, du hast immer eine Wahl. Tu's nicht. Nein, geh nicht. Wenn die Buße für meine Taten eure Sicherheit bedeutet, ihr seid mir einfach zu wichtig. Dima, bitte. Sei stark, Faraday. Alles wird gut. Ich setze das Leben meiner Leute aufs Spiel, dass dein Vertrauen in Fahrhaber gerechtfertigt ist. Search and Destroy ist fehlgeschlagen, interessanterweise. Ich will neu laden. Und zu Ritter-Captain Larsen gehen und sagen, ey. Wer hat deiner Meinung nach den Krieg eigentlich gewonnen? Wohl niemand. Hey. Mal sehen, kann ich was für dich tun? Was meinst du? Heutzutage verlassen sich zu viele Leute auf Gewalt als Problemlösung. Schau dich um, dann siehst du, wozu das führt. Das ist alles. Gut, okay. Also ich habe den Spielstand, bevor ich mit der ganzen Scheiße konfrontiert habe. Und irgendwie ist das zu einfach. Also das war jetzt irgendwie zu einfach. Dass er jetzt da hingeht und sagt, ich will mich richten lassen, war zu einfach. Ganz ehrlich. Ah ja, da ist die Windfarm. Nein, die könnte ich jetzt abschalten. Will ich gar nicht. Wieso habe ich das als Quest? Sidima brought to justice. Ah, hast du. Da ist es. Es war komisch, ne? Es war irgendwie komisch. Er hat sich an die ganzen Sachen erinnert und hat sofort eingesehen, dass es schlecht war, dass er die Sachen getan hat. Und jetzt geht er da einfach hin und sagt, jo, hab ich ihn einfach dazu davon überzeugt, dass, jo, also, und ganz ehrlich, ich will auch nicht mit der Bruderschaft da reinstampfen und sagen, hey, die Bruderschaft ist da, hallo. Weil das haben die Leute nicht verdient, also nicht alle. Du bist krank, Parasiten. Was? Wieso? Und das ist so die Kampfmusik. Da kommt jemand. Ich sollte wohl endlich mein Aufspürsystem kalibrieren. Ist zu Ende. Um was geht es? Bürger von Fahrhaber, ihr kennt mich. Wir leben seit Jahren friedlich zusammen. Auf gewisse Weise trauen wir uns gegenseitig. Okay. Ja. Gut. Aber ich habe dieses Vertrauen verraten und die Wahrheit vor euch allen geheim gehalten. Kurz nach der Gründung Arcadias habe ich einen von euch ermordet und ihn durch einen von uns ersetzt. Was? Wer? Die Identität meines Agenten muss geheim bleiben. Er ist ebenso ein Opfer wie alle anderen. Er wird euch nicht weiter schaden. Ich allein trage die Schuld. Hast du nichts zu deiner Verteidigung zu sagen? Wie lässt sich ein Mord rechtfertigen? Ich wollte beweisen, dass Menschen und Zünds koexistieren können. Dass wir einander nicht fürchten müssen. Aber ich bin zu weit gegangen. Das weiß ich jetzt. Bitte richtet nur über mich und nicht über das, was wir zusammen aufgebaut haben. Zwischen Arcadia und Fahrhaber soll weiter Frieden herrschen. Frieden? Du nennst den Mord an einem von uns Frieden? Ich sage, wir erledigen den Bastard und brennen dann sein geliebtes Arcadia nieder! Alan, es reicht! Dima wird für sein Verbrechen zahlen, aber nicht Arcadia. Was du da willst, führt zu Mord. Kaltblütigem Mord. Wenn wir nichts tun, wissen wir nicht, ob sie uns nicht einen nach dem anderen töten und ersetzen.
Nein, wir töten sie alle, um ganz sicher zu gehen. Wer ist dabei?